Hey, herzlich willkommen zurück. Oh. Dieser Raum ist der Tod, da gehe ich nie wieder hin mit Amanessa. Ich führe jetzt hier einsam die Liste an, das kann echt überhaupt nicht sein. Amanessa, es ist dein Skelett. Ja. Das ist deine Liste. So. Nach oben da. Ich bleibe auch welche. Also ich bleib hier stehen. Ich bleib hier hinten stehen. Was liegt denn da auf dem Fußboden für ein Trank? Etwa ein gefälschter Gegengifttrank? Das ist ein Einhorntrank. Okay. Tötet sie, tötet sie! Streckt sie nieder! Mit all eurem Hass! Oh krass, ist das wie jemand von uns vorne? Haut da was rein! Haben wir noch ein Netz? Ja, war jetzt zu spät. Wow. Du kannst einen Trank trinken. Du hast einen Gegengift-Trank. Ich bin ja schon dabei. Ich hab den anderen. Oh, den ersten haben wir. Den nächsten auch. Und den auch. So. Oh. Das war gut. Da ist noch ein Typ noch drin, glaube ich. Der Zauberer von denen. Oder ist er rausgekommen? Ich geh gucken. Einen Zauberer haben wir auch getötet. Okay, die rennen rein. Okay. Da geht jetzt noch eine Tür. Unzählige Menschen drauf geschlachtet worden. Ein unsäglicher Küchentisch. Wow. Und Fleischklumpen und so, ist ja widerlich. Alter, hier hängt auch was. Leichen bedecken diese Wand. Sie hängen an Fleischerhaken geköpft. Die Löcher in ihren Fersen deuten darauf hin, dass sie mit dem Kopf nach unten aufgehängt wurden, um sie durch den Hals ausbluten zu lassen. Alter, das Spiel ist frei ab 12. Hier hängen überall Leichen. Ich finde, das ist auf irgendeine Art und Weise um ein Vielfaches grausamer, als wenn du so einen Ego-Shooter irgendwie da so anteilnahmslos rumballerst. Weil das hier alles in deinem Kopf stattfindet. Ich glaube, die 12-Jährigen klicken da nicht drauf. Hätte ich als 12-Jähriger drauf geklickt, ja, hätte ich. Du ja! Du bist doch krank! Alter, da ist der Block of Doom. Komm schon, Amanessa, staub ihn. Ja. Mist, ich glaube, Frank hat ihn abgegrabbelt. Töten! Alter, hier sind die Cash-Truhen. Ich bleib draußen. Da sind zwei Truhen. Viel Spaß. Erst speichern! Drei Truhen. Und dann zeig ich euch mal, wie das geht. Ja. Ich mach auch mit. Viel Spaß. Und zwar nämlich die da. 110 Gold. Und Trank der Lebenskraft. Super. Was macht der? Guck ich habe es nicht geschafft, das Schloss mit Gewalt zu öffnen. Das muss ich oben auf dem Schloss. Der Trank gibt Konstitution auf 18. Geh mal weg da, ich hau mal einer auf, nicht dass da ein Flicken. Ich habe das auch nicht geschafft, das Schloss zu öffnen. Aber vielleicht haben wir noch irgendwo eine Klopfenschriftrolle. Wir haben es nicht geschafft, das Schloss zu öffnen. Ja, eine Klopfen haben wir vielleicht. Ja. Warte mal, habe ich nicht noch so einen Supertrank? Du musst noch einen Stärketrank haben, ich schmeiß dir mal ein. Ja, ich könnte. Wer ist denn der Stärkste von uns? Bei wem macht das am meisten Sinn? Ich kann den auch nochmal hier ich kann verstärken. Stärkebonus. Ich kann auf Trank auf Steinriesenstärke trinken. Dann habe ich eine Stärke von 20. So, ich hab mal einen genommen gerade. Dann geh mal hin da. Nicht geschafft. Die untere wahrscheinlich dann auch nicht, ne? Wie viel Stärke hast du denn jetzt? Moment. 18 steht bei mir, hast du. Ich push mal Amanessa. Was hast du denn getrunken? Junge. Ja, ich hab. Ja. Okay, kein Problem, Leute. I got this. Easy. Easy GG, keine Sorge, Leute. Lass mich wissen, was ich tun kann. Mein Auftrag ist klar. Alter. Ich erwarte deine Befehle. Ich hab Stärke 20, es klappt trotzdem nicht. Einverstanden. Geh mal in die obere. Ich hatte aber denselben. Bei den gleichen Trank im Raum. Ich meine, ich hätte ja ein paar Klopfen-Zaubersprüche, hätte ich meine Zaubersprüche nicht zwischendurch mehr verloren. Ja, ich guck mal, ob wir sowas noch... Wir haben noch einmal Klopfen. Einmal, okay. Die obere oder die untere? Wieso, du kannst dich doch... Du stellst sie in die Mitte, dann mach das beide auf. Liegt ja am Fußboden die Rolle. Hab ich. Müsste eigentlich alle in dem Raum machen, ja. Ja, dann zauber ich die genau dazwischen? Nein, nicht da. Hier, da ist genau dazwischen. Hier. Aber ja, ich muss die auf eine Kiste zaubern. Ich glaube, das ist egal. Also okay, stimmt, okay. Du musst es auf eine Kiste zaubern, aber ich glaube, das gehen alle in dem Raum auf. Ihr wisst das schon.
Also hier ist auf jeden Fall 3 Heiltränke und ein magischer Panzer drin. Harnisch. Oh, ein magischer Harnisch ist doch gut für... Nehme ich mal mit, ja. Die andere ist immer noch verschlossen. Scheiße. Es geht also doch nur eine auf. Okay, geht doch nur eine auf. Aber der Harnisch ist doch auch okay. Es geht doch nur eine auf. Okay, wir kommen wieder, keine Frage. Haben wir noch... Hier sind noch Tränke drin. Hast du die gesehen? Die kann ich mitnehmen. Ja, 3 Tränke, ja. Die kann ich noch. Kannst du als Kleriker nicht klopfen? Nee. Nein. Das ist ein Magierzauber. Ja, das sind 3 Heiltränke. Oh, nee. Ja, gib die mir sonst weiter. Nö. Gut, ich gehe zur linken Tür, ne? Ganz links im... Ganz links. Ich wollte jetzt einmal die große. Wir haben hier noch, also falls wir noch einmal klopfen finden, Leute, dann wissen wir Bescheid. Nee, ich würde auch erstmal hinten die Tür hinten links machen. Okay. Ich nehme meine Dudes mit. Okay. Wir treffen uns da. Entschuldigung. Ich hoffe, ich bin durchgekommen. Ich auch. Juhu. Ich bin durch den Raum durch, ohne zu sterben. Nein! Doch nicht! Zu früh gefreut! Das gibt es nicht! Oh nein! Ich sterb wieder als so erstes! Das gibt es einfach nicht! Ich hasse diesen Raum! Bitte stirb vor mir! Bitte stirb vor mir! Das sieht gut aus! Mich hat's erwischt! Ja? Alter! Ohne Witz, ey! Alter, seid froh, dass ich nicht meinen Bogen ausgerüstet hatte. Ich hätte dich umgehauen. Zum Glück schon. Dieser verfickte Raum, ey, der macht mich fertig. Ich hätte es wissen müssen, ich hätte da bleiben sollen. Das ist aber echt scheiße, ey. Hier muss das doch. Das sind ja auch irgendwelche Dinger, die lösen sie andauernd aus. Ja, wir sollten rasten. Warte, ich versuch mal vorher den Raum da oben zu. Die Falle zu klären. Ja. Okay, dann mach durch mit dir. Speichern, bevor wir da nochmal durchlaufen müssen. Wer weiß, ob wir es wieder überleben. Naja, komm, no risk, no fun, ne? Ja. Oh. Und zurück! Tage als Abenteurer sind gezählt. Ah. Schafft er. Wunderbar. Sehr gut. Als hätte er nie irgendwas anderes gemacht. So, bevor wir das... Eben gerade auch so... Alle durcheinander. Oh man. Man, oh man. Man, oh man, was dieser Man alles kann. Ich kann mir eine viel bessere Art vorstellen, die Zeit totzuschlagen. Oh. Hallöchen. Hallöchen, Sinn. Hat sie das gesagt? Oh. Cool. Ja. Im Moment, ja, die Rauchfolge ist noch da, ne? Ich sag's. Achso. Ja, ist das sowieso egal. Ja. Ja. Wenn wir rasten, ist es doch egal. Ja, dann. Das ist trotzdem geil. Viel bessere Art vorstellen. Oh. Die ist ein bisschen billig, die alte, ne? Was, nur weil sie sagt, acht auf meinen Rücken, nicht auf meinen Hintern? Das ist doch überhaupt nicht billig. Ja. Ja, wir müssen warten, bis die Säure. Diese. Hast du mal Giban noch? Ja, ich wollte gerade da mal reinzaubern. Also gut. Langweilig! Alter, so eine. Du bist zweifellos die schlechteste Bannzauberin, von der ich je gehört habe. Die hat sich selbst gebannt gerade, oder wie? Falscher Zauber, aus Bereich der frischen Luft. Wer hat denn sowas bereichert? Ja, ah, es ist weg. Das ist in Franks Nähe sowieso nicht möglich. Nee. Gut. So, rasten, habt ihr alle eure Zauber? Ja. 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 Lass mich wissen, was ich tun kann. Ja, auf mich als erstes, ne? Ist klar. Pause. Alles gut. Komm her, du knuffiger kleiner Charisma 2 Zwerg. Knuffige kleine Eiterbeule. Der Eiter dich nur, glaube ich. Das hat ein Eigenleben. Hi, lieber Frank.
Brain to Pain. Ich hab keine Gegengifte mehr. Was? Hast du 5 Gegengifte getrunken? Nein, ich hatte noch 2. Achso. Ich hab noch 1. Er hat ein paar Mal 2 genommen zur Sicherheit. Ja, ich hab so. Bestimmt noch Gegengift irgendwo. Ich kann mir noch eins raussuchen. Boah, so fertig lange nicht mehr. Nice. Danke. So, Leute, wartet. Soll ja keiner an Gift sterben. Sam! Ich hab 2 aufgesammelt. Ja, da liegen noch weitere. Ja, ich nehme nochmal 2. Nicht. Ja, ich hab 2 genommen. Da oben wird schon. Wieso kämpfen die? Huch! Keine Sorge. Da. Ich glaube, die kriegen wir so weggeblockt. Dann brauchen wir doch nicht viel zu tun. Ein ausgezeichneter Feuerball. Ja, echt mal. Guck mal, lang ein bisschen Dreh raus. Ja, sag ich doch. Ich brauche noch ein bisschen Übung. Alter. Weg. Es laggt. Alter, jetzt guck dir das mal an. Jetzt geht der Raum ungelogen noch wieder in die völlig andere Richtung weg. Ja. Der muss ja die ganze Karte ausfüllen. Ja. Ich denke was? Nee, ne? Ich mach die Tür nicht auf. Speichern. Ich finde Speichern ist ganz gut. Ja, das ja. Lief ganz ordentlich. Das haben wir gut gemacht, ja. Aber es kann auch nicht noch ein... Doch, es geht immer weiter hier. Also die stehen auch echt den ganzen Tag hinter dieser Tür und machen gar nichts. Oh, du bist gelähmt, keine Sorge. Alles gut. Hau da irgendwas rein oder nicht? Ne, er ist gelähmt, er haut da gar nichts rein. Okay, ich geh nach vorne. Monster erledigen. Auf in die Schlacht! Abbauen! Ich will endlich so eine geile Rüstung mit Kapuze haben. Ach, krieg ich ja gar nicht. Weil ich ja den Kämpfer-Sprite habe. Dann krieg ich ja nicht mal einen weiteren Angriff. Das war ganz, ganz gut. Weiß ich nicht, warum das so ist. Frank ist gepusht! Ja. Deine Typen bleiben stehen, der ist wohl anscheinend erstmal nichts mehr, oder? Ne, hier sind nur noch wieder Truhen. Ja. Und wir haben kein Klopfen. Sind die denn zu überhaupt? Guck mal nach. Oder ich guck mal nach. Ja, die sind alle weh. Zu. Natürlich irgendwie auch bitter, ne? Guck mal in... Hier ist Schutz vor Kälte, die Schriftrolle für den Magier, der auf sich hält. Ah, verschlossen. Naja, verschlossen. Vielleicht sollte ich doch mal Klopfen mit reinnehmen, ne? Wenn das nochmal zur Wahl stehen sollte. Naja, wir können uns auch 100 Schriftrollen kaufen beim nächsten Magierhändler. Das Schloss mit... Ja, okay, nicht geschafft. Ich meine, du hast eh so wenig Slots nur, da würde ich jetzt nicht sowas reinnehmen. Ihr habt es nicht geschafft, ihr habt es nicht geschafft. Den Girollolo, der hätte doch den Schurken spielen können. Schönen Gruß an Girollolo, sollte er... Ja, an dieser Stelle, Girollolo, ne? Wie jetzt hätten wir dich gebraucht. Hier hättest du glänzen können. Ja, aber nur jetzt. Ja, vielleicht ist er ja, weißt du, wenn er irgendwann mal als Gaststar Schurke Stufe 1 dabei ist, ne? Dann, dann gehen wir mit ihm einfach nochmal hier hin. Wenn das wir brauchen, ist. Wir brauchen so einen Zauber, Geroldo Stufe 1 oder so. Geroldo Stufe 1 beschwören. Oder, passt auf, Leute, ich wollte dich gerade ein bisschen begrabbeln, na toll. Ich kann uns ja noch auf einen 5. Slot einen Charakter machen, der Geroldo heißt, Stufe 1 Schurke ist, der dann nur für sowas immer ins Spiel kommt. Das ist dann so ein Vertrauter. Ja. Chuck Norris, der natürlich vorbeikommt. Ja. Wir müssen wieder durch den Raum durch. Ja. Ich lauf schon vorne weg. Ich möchte lieber Abstand haben. Ich rüste meine Schleuder aus, damit bin ich keine Gefahr. Da geht's schon los. Das. Bei mir auch. Das ist so ein einer ist vergiftet. War vergiftet. Alter, dieser Weg hier ist. Ich laufe immer noch. Und? Touchdown! Renn, komm Mädchen, du kannst das! Ja! Woo! Weak. Nein! Warum? Es ist so bescheuert! Ich war doch schon durch! Das ist so an der 5-Yard-Linie auf die Fresse gepackt, ey. Alter, echt mal! Großartig. Nein, nicht kurz vor Ende. Oh, was? Ich glaube, meine Tage als Abenteurer sind gezählt. Alter, wollen wir nicht einfach nochmal rasten hier? Er hat noch einen Zauber, guck dir das an. Dieser kranke Typ.
Weißt du, ich krebs hier schon wieder in Rot rum. Ja, Frank ist gelb. Okay. Ja, gut, Leute. Speichern, durch da. Ja, erstmal speichern. Und dann rein und dann volle Lotte. Ja, ja. Ich push Frank. Okay, dann Party los. Party time. Party hard. Ich mach die Tür nicht auf. Warte mal. Oh nein. Oh Mann, ey. Verwirrung ist zum Glück nicht so schlimm. Oh, dieser Raum, ey. Meint ihr nicht, wir brauchen Sinn, um zu kämpfen? Ich bin verwirrt und vergiftet. Ich bin tot. Entschuldigung. Ich würde ja einen Trank einfügen, aber. Also gut, sagen wir mal so, hier hinten. Hinter uns! Wo kommt denn der? Wo kommt die von hinten? Oh Gott sei Dank, ist schon einer tot. Ich beende das Drama. Die sind auch einfach erstmal alle unsichtbar. Ja, gut, auch. Leute. Ja, gut, das wird geladen, glaube ich. Also, der. Achim, ne? Achim Hinkel. Dieser Account da. Also, der war schon unterhaltsam gerade. Wir brauchen. Soll ich nicht wirklich ein Giroldolo erschaffen? Das dauert 5 Minuten. Nein. Einfach nur so ein. Nein. Nein. Oh, na gut, wir schaffen das auch so. Wir schaffen das ohne Giroldolo. Der würde auch Giroldolo heißen. Der würde nur Schlösser öffnen können. Und vielleicht ein bisschen Fallen entschärfen. Nee, das ist Cheaten. So, jetzt mach die Tür auf und alle nur rein, der gut ist. Dann, wir machen... Nicht weglaufen! Oh, ich bewege mich hier keinen Millimeter mehr. Ja, wir gehen einfach nach vorne rein. Vorwärts. Ja. Es ist tatsächlich so weit gekommen, ich hätte nicht gewartet, dass eine Gruppe Einheimischer sich in meinen Rachefeldzug einmischt. Warum seid ihr hergekommen und tötet meine Untergebenen, sagt das seltsame kleine Mädchen. Kennt ihr das Herzsteinjuwel? Ich bin hergekommen, eure Kinder zu töten, weil die Menschen aus Kulda dafür. Ich bin hergekommen, weil ich weiß, dass ihr für alles verantwortlich seid, was am Pass geschieht. Die Entführung, das seltsame Wetter, die Untoten, die Lawine, ihr steckt hinter dem. Ich bin hergekommen und bla bla. Ich bin hergekommen, warum denn? Kennt ihr das? Frage mit Gegenfrage. Mein Interesse am Herzsteinjuwel ist persönlicher Natur. Ich führe schon seit einiger Zeit einen Krieg. Wir haben Xinumai im Herzen von Drachenauge getroffen. Sie war überrascht, dass wir dort waren und bei ihrer Fehde dazwischen funkten. Wir erkundigten uns nach dem Herzsteinjuwel, diese brauchte sie jedoch selber für den Krieg, den sie führte. Diese Welt ist einfach nur ein weiteres Schlachtfeld. Das Juwel ist eines mehrerer Werkzeuge, derer ich mich bei der Austragung meiner Schlachten bediene. Wer oder was seid ihr, Mann? Ich bin Xunomai. Ich bin ein Soldat. Okay. Ihr seht nicht aus wie ein Soldat. Töten da, wo ihr herkommt, Soldaten immer Frauen und Kinder? Nein, wozu braucht ein Soldat das Herzsteinjuwel? Das Juwel ist ein Gegenstand mit unglaublicher Prophezeiungskraft. Nur diejenigen mit besonderen Verbindungen zum Natürlichen oder Übernatürlichen dürfen... Dann hätte sie ja eigentlich wissen müssen, dass wir kommen und den Weg freimachen können. Ja, sie kann das dann ja dann hätte sie Truppen geschont. Dieser Stein verleiht Sehen über das Sehen hinaus und kann sogar physikalische und magische Hindernisse in seinen Offenbarungen durchdringen. Ah. Ich nutze ihn nicht, um meine Angelegenheiten geheim zu halten. Ich verwende ihn aus persönlichen Gründen. Tja, da gibt es leider... Möchte. Tut uns leid, wir brauchen... Gebt es heraus! Wir machen mal die, Du kannst es nicht haben. Es gehört mir. Wenn ich es nicht mehr brauche, werde ich es an meine treuen Diener weitergeben. Wenn ihre Pläne versagen, nimm ihnen einfach das Juwel weg. Ich habe wenig Verständnis für Versager. Ja, mir gefällt eure Einstellung, aber ich muss trotzdem leider darauf verstehen. Ihr habt soeben einen guten Teil meiner Armee zerstört und verlangt nun, dass ich euch weitere Ressourcen überlasse. Ich denke, ich bin jetzt mal mit dem Nehmen dran. Alter, dieses kleine Mädchen, wie du schreibst, 12? Ja, alles klar. Schleppen wir sie. Warte mal, die ist ein Juan, die ist ein, wie heißen denn diese Dämonen noch? Marilit, wir sind so tot. Irgendwie Nebel, muss da raus. Abandoned Ship! Abandoned Ship! Ich bin schon wieder vergiftet und sterbe als Zweiter. Mach das Erster! Ja, also irgendwie... Mach los, mach los!
Mach noch Stimme aus, so. Los, schnell, Mann! Und ne, der war noch tot. Nee, das fehlt nicht mehr. Na gut, das war. Okay, also beim nächsten Mal hauen wir diesen Marilit aus dem Leben. Also nicht reinlaufen, sondern einfach alles reinflacken, erstmal was geht. Genau, wir, neuer Plan, wir laufen nicht rein. Also ja, bis zum nächsten Mal. Die ganzen blöden Fallen, ne? Das ja. Genau, was sollen wir denn gegen diese scheiß Fallen machen? Das kann doch nicht sein, dass da die ganze Zeit diese Fallen ausgelöst werden. Ja, warte. Wir können ja auch erstmal rumlaufen und die Fallen auslösen. Vielleicht nee, ich glaube, die lassen sich nur nicht entschärfen. Ja. Also glaub, mein Plan heißt Geroldolo. Also, nein. Bis dann. Ciao.